So, und Zeug, was wir nicht brauchen, wie die Sachen zum Beispiel. Ich hätte gern Daggers auf 24, das dauert aber noch ein Level ab. Dann kann ich endlich den Dagger benutzen und brauche nicht mehr den Dagger hier. Gut. Kümmern wir uns mal um die Schriften, die ich hier habe. Journal. Alternative interdimensionale Zugänge. Nur ein paar wenige magische Tricks wurden gefunden zum Überbrücken der überweltlichen Dimension. Zuerst gibt es einen Altar des Lichts am Eingangsraum der Etherlands. Dies erlaubt einen neuen Zugangspunkt zum Shadowlight Divide. Zweitens. Sprechen des Dark Vortex irgendwo, während man im Besitz eines Fallen Relics ist, erlaubt es dem Sprecher, also dem Ausführer des Zaubers, sich in eine spezielle Krypta im Shadowlight Divide zu teleportieren. Natürlich haben wir niemals eine dieser Relikte bekommen. Drittens. Das Zaubern von Blinkgate, während man innerhalb eines Wisp-Portals steht, schickt den Caster in eine geheime Kammer in den Etherlands. Viertens. Die zentrale Kammer von Yggdrasil kann nur durch einen geheimen Bereich im Shadowlight Divide betreten werden. Man muss Meister von beiden Magien sein, um dieses Gebiet zu betreten. Zu guter Letzt, um das Feld der Träume zu erreichen, sprich einfach den Preservation-Zauber. Dann ist einen Frozen Sleepy Mushroom. Und spricht dann sofort den Isolationsfeldzauber. Du wachst dann auf in einem Ort, der einer Traumwelt gleicht. So mal grob übersetzt, das behalte ich mal, okay. Amadazien Hauptquartier. Es wurde darüber nachgedacht oder es wurde entschieden, dass wir schnell handeln, um den Power Gem zurückzubringen, der in dem gefrorenen Palast im Norden ist. So ein Edelstein kann nützlich sein, wenn wir vom schlimmsten Fall ausgehen. Wenn wir ihn am Zentrum des Amadazia-Turms platzieren und ihn explodieren lassen, indem wir das Turmenergiesystem benutzen, wird es eine Kettenreaktion geben, durch die ganzen unterirdischen Tunnel von Amadazia, welche die Watcher lebendig begraben wird und ihren Einmarsch hier im Land zum Schweigen bringt. Ein Team muss geschickt werden, um diesen Edelstein zurückzubringen. Und alle anderen nützlichen antiken Relikte, die wir benutzen können oder die nicht in die Hände der Watcher fallen müssen dürfen.
Sie werden diesen Zug voraussehen. Und so muss man durch interdimensionale Wege reisen. Weitere Informationen werden durch kurze Meetings weitergegeben. Northern Realms Council. Aha. Archmage Tyrell. Amadacia Hauptquartier. Wir wurden angegriffen hier in Yggdrasil. Der Ort ist nicht mehr das, was es war. Wir brauchen eine andere Escape-Route, um weitere Teams durchzuschicken. Ja, und der Rest der Nachricht ist nicht zu entschlüsseln. Erzmagier Tyrell. Sofortige Aktionen wurden durchgeführt, um die Zivilbevölkerung von Amadacia durch die Edalens und Yggdrasil zu evakuieren. Wir erreichen Berichte von den Kundschaftern. Dass es der bessere Fluchtweg ist. Nee, wir werden Berichte von den Kundschaftern erfahren, welches davon der bessere Fluchtweg ist. Trotzdem rechnen wir mit der Möglichkeit, dass die Watcher dies vorhergesehen haben und mit einer Streitmacht warten, um uns zu überfallen und unsere Flucht zu verhindern. Mehr Informationen werden geschickt, sobald sie verfügbar sind. Jordan Logistic Oversight Council. Erzmagier Tyrell, es wurde entschieden durch die Northern Realms Council, dass ein Team unter die Stadt geschickt wird. Ihre Mission wird sein, die Wächter an ihrer Operationszentrale zu attackieren. Wir schicken ein Elite-Team unserer besten Kampfmagier und eine Infanterieeskorte für weiteren Schutz. Wie auch immer, Heimlichkeit wird benötigt für diese Mission. Also wird kein Team größer als 12 Mitglieder gesendet. Es wurde außerdem entschieden, dass ihr diese Mission führen werdet. Für weitere Details müsst ihr uns bitte kontaktieren durch. Ah, Blink-Meetings sind wahrscheinlich so Astral-Treffen, also. Weil wir einen guten Grund dafür haben, dass die Kraft der. Dass die. Unersch was auch immer Clairvoyant heißt, dass die, also die Macht der Watcher, durch mehrere dimensionale Grenzen reicht. Ihr müsst sofort gehen. Möge das nicht mit euch sein, die nördliche Northern Realm Council. Also ja, das Handbuch auf jeden Fall mal aufheben. Ich könnte das auch gleich mal austesten. Also ich brauche erstmal Preservation. Resurrect Dark Vortex. Lifesteal. Dark Burst, Necrochemie, Healing, Blood Curse. Darkness, Bless, Light, Missile. Oder ist das einfach der Create F Food?
Nee, mit Create Food. Mache ich einfach Blueberry Pie. Komm, ich brauch so einen. Ja, ich puste sein Leben noch mehr hoch. Firelizer Steak bringt auch nicht. Grimcap. Eisleisert. Ja, aber ich sollte erstmal die richtigen Zauber finden, also. Isolation Field, das müsste sie eigentlich können hier irgendwo. Return Portal, Silence, Siphon Item. Recharge Item. Prismic Prison, Prismic Assault. Scroll of Standardize. Cure Paralyze. Frostbolt, Extinguish, Ice Healing. Regeneration, Ice Charts. Ha, wo ist denn das? Rising Phoenix. Oder war das doch einer von deinen? Dark Vortex, Resurrect, Banish. Blinkgate, Force Field. Nein, Isolation Field haben wir nicht. Okay, schade. Ich glaube aber auch nicht, dass wir Preservation haben. Hä? Enchant Arrow, Magic Arrow, Transmutation, Gaia Gateway, Vapor Snare, Trigger Vapor, Poison, Create Food, Daily, Wiping Rocks, Deconstruct. Nö. Okay. Kümmern wir uns mal um was anderes. Dazu muss ich jetzt wieder runter in die Horusminen. Da muss ich erstmal gucken, wo ich runter muss, weil hier ist es nicht. Da komme ich nämlich dahin. Ach, ich nehme einfach den Schnellweg. Das ist nämlich hier runter. So, ich bin in Yggdrasil. So. Ich glaube, da drüben muss ich hin. Ja. So, Sesam, öffne dich. Mhm.
Ja, den Palace Teleporter. Ich muss endlich mal gucken, wie ich den aufkriege.